mich sehr freuen würde, wenn es dieser Partei gelänge, die Besorgnisse, die auch beim Bundesverfassungsschutz bestehen, auszuräumen und sich zu lösen von den Teilen, die Rechtsextremismus und Nationalismus auf ihrer Parole stehen haben. Alle Demokraten, wirklich alle Demokraten sind uns herzlich willkommen. Feinde der Demokratie sind es nicht. In Deutschland bis 1977 dann, bis es ein Stück weiter ging und die Frauen mit der Familienrechtsreform endlich aus der Knute ihrer Männer entlassen worden sind und sie nicht mehr von den Herren im Haus die Berufswahl oder auch das Konto vorgeschrieben bekommen konnten. Ja, wir feiern zusammen heute hier in Wörth. Dankeschön. Farblos ist, dann wird er bunt geküsst. Ihre Fest in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Das ist das feine Jahr, nicht nur in Transamerika. Neigen ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen, so wie ihr, das mal nicht mehr bieten lassen, ja, dann ist der Ausweg längst bedacht. Dann wird ein bisschen Krieg gemacht. Babylon, ich seh dich zum Himmel gehen. Babylon, du zerstörst meine Zahlen. Oder in Chemnitz. Lassen wir die Fehler unserer Vorkämpferinnen hinter uns. Ob Christ, ob Kommunist, ob links oder liberal. Gemeinsam gegen alte und neue Nazis, egal wie sie sich nennen. Jetzt stehen wir heute alle zurecht hier, um es zu verteidigen. Und 100 Jahre ist es auch her, dass Frauen zum ersten Mal wählen durften und vor allen Dingen gewählt wurde. Und so freut es mich als Liberaler, dass mit der liberalen Marianne Weber die erste deutsche Frau vor einem frei gewählten Parlament sprechen durfte. Bei aktuellem Reformtempo wir bis zu 100 Jahre brauchen würden, um das aufzuholen. Und ich glaube, das kann uns als Politikern und uns als Gesellschaft nicht egal sein. Und da Sie alle schon lange hier stehen, möchte ich jetzt abkürzen und damit enden, dass ich jetzt als Bürger, Ehemann und Vater von zwei Töchtern spreche. Wenn ich sehe, dass wir im Moment wieder über traditionelle Rollenbilder, Paragraph 219a, Selbstbestimmung der Frau und Schwangerschaftsinformationen diskutieren müssen, riecht es kalte Kotzen und es darf eigentlich 2019 nicht mehr. Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Meine Damen und Herren, Demokratie, das wissen Sie alle, ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen danke, dass Sie alle da sind. Danke, dass Sie nicht schweigen. Und danke, dass Sie das verteidigen, was uns seit über 70 Jahren Frieden hier beschert. Glück auf und uns allen alles Gute. Wir feiern Demokratie. Dankeschön. Das findet vor 100 Jahren dann tatsächlich zum ersten Mal auch Frauen wählen durften. Und deshalb will ich ganz kurz eben meinen Schwerpunkt meiner kurzen Rede auch auf genau diesen Punkt ausrichten. Und deshalb will ich mich zu Beginn auch genau bei denjenigen bedanken, die heute auch diese Versammlung begleiten. Das ist nämlich ihr Dienst tun. Herzlichen Dank, auch an der Stelle ist ein Stück Gleichberechtigung geschafft worden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft, die in einer Demokratie zu den Kernelementen gehört, die gerade in unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung ein
fundamentaler Bestandteil ist. Denn es ist eben so, dass alle Menschen gleich sind, dass insbesondere auch die Rolle der Frau eine ganz zentrale ist, wenn es darum geht, demokratische Entscheidungen eben auch herbeizuführen, Diskussionen zu führen und wir wirklich gut daran tun, auch weiter die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen voranzutreiben. Alles Gute. Ich darf dass sie mit links ausgerichteter Ideologie auf Steuerzahlerkosten der Demokratie wirklich einen Gefallen tun. Warum sprechen wir nicht endlich über konkrete Probleme und über konkrete Lösungsansätze? Ist es nicht richtig, dass sich insbesondere die SPD Lösungen beim Thema Intensivtäter, die auch im Kreis hier massiv sind, stets verweigert hat? Ist es nicht richtig, dass gerade die kleinen Leute die Kosten dieser illegalen Migration zahlen werden, wenn Sozialsysteme geplündert werden? Doch statt nüchtern und offen zu diskutieren, flüchtet man sich in Polarisierung, in absolute Ablehnung. Man könnte es fast für Satire halten. Hauptrednerin im Rathaus heute Morgen wäre Josephine Tischner, Mitglied der sozialistischen Falken, Antikapitalistin und ihres Zeichens Expertin für antirassistische und antisexistische Erziehung. Für die Aufmerksamkeit. Jetzt doch ein Stück weit wieder abzukühlen. Ich sehe das auch anders. Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Ich bitte aber darum, jetzt auch die weiteren Redner zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, das ist mit Dr. Tobias Lindner von den Grünen vielleicht auch weniger problematisch. Ein Thema, auch Ihre Partei auch da nur ein Thema hat. Und wenn Sie darüber sprechen, nicht mit Rechten in einen Topf geworfen werden zu wollen, hätten Sie hier an dem Pult die Gelegenheit gehabt, sich von den Björn Höckes und Alexander Gaulands Ihrer Partei, die zu Recht vom Bundesamt für Verfassungsschutz wegen ihrer völkisch-rechten Gesinnung beobachtet werden, zu distanzieren. Sie haben diese Gelegenheit verpasst. Und die Weimarer Republik, die so hoffnungsvoll gestartet ist, die ist am Ende daran gescheitert, dass ihr die Demokratinnen und Demokraten gefehlt haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das, was die Errungenschaften sind, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, und Meinungsfreiheit ist eben nicht Widerspruchsfreiheit, wie das manche in diesen Tagen gern hinstellen wollen, dass wir Freiheit allgemein, dass wir das alles nicht als selbstverständlich auffassen, sondern dass wir das feiern, auch wenn es vielleicht kalt an den Füßen ist, dass wir da ein heißes Herz dafür haben und dass wir uns engagieren, dass wir uns engagieren gegen Hetze, gegen Ausgrenzung, dass wir uns aber auch engagieren
hier tagtäglich in unserer Gemeinde. Und der Bürgermeister hat es erwähnt, wir haben Europa- und Kommunalwahlen in diesem Mai. Und ich bitte euch alle, geht nicht nur wählen, sondern überlegt euch, wie ihr mithelfen könnt. Als Kandidierende auf Listen. Demokratie ist nie fertig, Demokratie ist nie perfekt, Demokratie ist nie selbstverständlich. Es liegt an uns, sie jeden Tag zu leben. Herzlichen Dank. Ministerinnen, wir haben auch eine Kanzlerin. Dennoch sind wir lange noch nicht dort, wo ich mir wünschen würde, dass wir wären. Und von einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis oder Gleichberechtigung können wir immer noch nicht sprechen. Vor allen Dingen auch, wenn es um Spitzenpositionen geht, in Politik, in Wirtschaft und in Wissenschaft. Das heißt auch, dass man konservativ sein kann. Und das heißt auch, dass man rechts sein kann im Rahmen des demokratischen Spektrums. Meins ist das überhaupt nicht, aber das ist Teil der Demokratie, gegen Andersdenker und Denkende aufzurufen. Es geht auch nicht, Diskussionen durch Strafanzeigen zu ersetzen. Und es geht nicht, Menschen aufgrund ihrer Meinung zu bedrohen und anzugreifen. Das ist keine Politik und das hat auch nichts mit Demokratie zu tun. Auch lieber Herr Joa. Der Boden, auf dem wir stehen, auf dem wir das tun, das sind die Werte, auf die wir uns vor vielen Jahren geeinigt haben. Das ist unser Grundgesetz. Respekt, Demokratie, Freiheit und vor allem auch Gewaltfreiheit. Und es war dringend notwendig, sich darauf zu einigen, weil nämlich zuvor Menschen in wirklich tiefem Hass oder einfach nur zuschauend die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt haben. Keine Willkür. Demokraten unterstützen es, dass sich jeder seine eigene Meinung bildet. Und Demokraten behaupten nicht, sie hätten die eine Wahrheit. Also wenn sie hören, kommt zu uns, wir haben die Wahrheit, dann rennen sie weg, so schnell sie können. Denn dann geht es nicht darum, ihnen die Wahrheit zu erklären, sondern darum, dass sie eine ganz bestimmte Meinung annehmen. Sich überlegen, ob er sich manipulieren lassen möchte oder selbst seine Meinung bilden. Und so komme ich dann zu den selbsternannten Frauenschützern, die weder Frauen sind, noch Frauen schützen. Und was rechte Politik und Herr Joa, Sie stehen nicht in der Mitte der Gesellschaft. Er ist im Übrigen schon gegangen und kann das leider nicht mehr hören. Aber was rechte Politik in der Praxis, insbesondere für uns Frauen bedeutet, das sehen wir zum Beispiel gerade in Andalusien. Dort ist eine ultrarechte Partei dabei, mit in die Regierung zu kommen. Vox heißt die. Das ist so eine klassische rechtspopulistische Partei. Und wissen Sie, was deren oberste Priorität ist? Die Abschaffung eines Gesetzes, das Frauen vor Gewalt schützt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht daran arbeiten, die Errungenschaften unserer Demokratie wieder abzuschaffen. Die Frauen und Kindern ihr Selbstbestimmungsrecht nehmen wollen und die Andersdenkende einschüchtern. In eine totalitäre, frauenunterdrückende Gesellschaft zulassen. 1919, vor genau 100 Jahren, haben hier im Kreis Germersheim teilweise bis zu 92% der Frauen gewählt und ihre Stimme genutzt. Hier weiter gemeinsam friedlich und freundlich und fröhlich feiern, nämlich mit offenen Ohren, mit offenen Augen und mit offenen Herzen. Glück auf! Ihnen allen Dankeschön, dass ihr da wart. Alles Gute, Alerta und weiter so. Die nächsten vier Titel gehören aber eigentlich für alle, inklusive Politiker, noch zum Programm. Denn die sind zwar auch Songs, die ihr kennt, die aber inhaltlich zu dem heute gehören. Der nächste Song, der passt genau nach Word, denn der heißt Mercedes-Benz und wurde gesungen von einer ganz starken Frau.